Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Episode von Onions Wunderwelt der Technik. So, jetzt seht ihr was. Wir machen noch ein bisschen weiter mit unserer Wunderwelt der Technik. Und ich bin falsch. Ich wollte in mein Lager gehen und noch ein paar Sachen einräumen. Das hau ich da rein. Glas. Irgendwo Glas kann ich gleich brauchen. Müsste ich mir vielleicht sogar noch mal Glas machen. Also kannst du mir den Cobblestone gerade wieder hergeben. Ich habe nur noch ein Stück Cobblestone. Also ein Stack. Hier dürfte eigentlich noch was drin sein, beziehungsweise wir werden uns gleich noch mehr Cobblestone beschaffen. Ich kann noch eine Silberkiste machen. Machen wir auch. Holz. Wir haben übrigens mittlerweile jetzt auch eine unendliche Papierfarm. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ah, genau andersrum. Oh Mann, Fail. Dann mache ich ein Holz zu Kupfer ab. Ist aber jetzt mache ich es wieder. Ja, ich brauche sowieso erstmal eine Holzkiste. Stimmt schon. Eine Holzkiste. So, das drumherum. Kiste in die Mitte, Kupferkiste. Ich hätte auch direkt die Kiste machen können. Na, egal. Funktioniert ja auf die gleiche Weise, denn wir machen jetzt eine Silberkiste wieder. Für unsere Turtle machen wir die. Die darf noch mehr ausgraben und diesmal machen wir ein größeres Feld. Bauen sie erst nochmal ab. Gehen wir wieder ein Stück zurück. Und zwar lasse ich sie jetzt hier graben. So. Weiter geht's. Unvorbereitete Unterbrechungen sind eine coole Sache. So. Und jetzt machen wir Excavate ein 6x6 Feld. Mal ein etwas größeres Feld jetzt. Wenn wir übrigens in der Turtle stehen bleiben, oder im Weg der Turtle stehen bleiben, dann haut sie uns. Weil sie den Spieler genauso für einen Block hält wie alles andere. Genauso ist es mit Monstern. Wenn sich der Turtle Monster in den Weg stellen, haut sie auch drauf. Aber sie macht nicht so viel Schaden. Denn sie ist eine Mining Turtle und keine keine Kampf-Turtle. Es gibt auch spezielle Turtles, die ja zu kämpfen da sind. Die für einen kämpfen. So. Die lassen wir da hinten jetzt erstmal arbeiten. Ich wollte das was nachschauen, nämlich ein anderes Modpack. At Mystcraft ist nämlich auch vorhanden. Link Modifier, Bookbinder, Ink Mixer. Bookbinder. Brauchen wir Holz und Eisen sogar nur. Und da brauchen wir Cleanstone, Holz und eine Flasche. Okay.
muss ich gerade mal was schauen. Eisen haben wir. Wir haben, glaube ich, keinen Cleanstone, ne? Oder haben wir ein bisschen Cleanstone? Ich wollte ein bisschen Glas machen, deswegen habe ich Cobblestone geholt. Müssen wir mal unseren Raum da unten nutzen. Hier fließt. Wieso liegt hier sogar Holz rum? Ah, weil der Ofen überfüllt ist, ne? Weil selbst der Ofen nicht mehr klarkommt mit der Holzmenge. Die Sachen hier nicht mehr mit der Dingsmenge. Ja, da müssen wir eigentlich noch. Da kann man auch noch ein paar Pipes zwischenschalten, dass die Sachen wieder. Dass die Sachen hin und her geschickt werden. Das kann man eigentlich mit Eisenpipes machen, aber. Na, ist egal. Ich hab. Die Sache ist, da ich von dem Zeug eh unendlich hab, ist es eigentlich halt, wie gesagt, egal. So. Also, wir brauchen einen Buchbinder auf jeden Fall. Binder. Das kriegt ein extra Räumchen auch. Glasflaschen, mache ich die mit Glasscheiben oder mit normalem Glas? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal ausprobieren. Mit normalem Glas, so. Cleanstone war das, ne? Da muss ich in die Kiste hier gucken. Ich sehe da ein Stückchen. Das reicht natürlich nicht, wir brauchen 5. Lassen wir uns mal 8 einfach machen hier, so. Na, ist ja egal, lassen wir einfach alles drin und was er halt macht, macht er fertig. Sehr wenig Holz an, weil wir momentan nur Dings benutzen. Das hier gräbt sie doch. Genau, hier gräbt sie gerade. Perfekt. Dann kann ich doch hier meinen Buchraum machen, theoretisch. Das mache ich. Was hämmerst du da schon wieder gegen die Tür? Verpiss dich. Scheiß Zombie. Nach hinten kommt der nächste. Au. Ey. Ja. Zombie ist der Tank, ne? Und du bist der AD Carry. Ja, ich weiß schon. Lasst mich doch alle in Ruhe. Bolz ist gleich wieder gegen die Tür. Ich mach die gleich weg, ey, und mach da Stein hin. Also wenn die halt unten war, muss sie wieder hochkommen. Deswegen sollte ich noch nicht alles zubauen. Ich troll die Turtle jetzt mal, weil ich jetzt anscheinend. Ich wusste es, da bolzt es jetzt wieder gegen die Tür. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe den Cobblestone dabei. Da kann man was abhauen. Gib mir das mal her hier. So. Meine Fresse, gib mir die Tür. Keine Axt dabei. Nein. Dauert das jetzt halt. Ich will jetzt in Ruhe bauen, ist das klar? So. Zwischenzeit müsste auch mein Stone fertig sein. Sag mal so, wenn die wieder zurückkommt, baut die sich ihren Weg hoch. Das ist ihr egal. Baut das wieder ab. Deswegen sollte ich vielleicht warten. Kann den Raum auch hier hin machen. Da habe ich einen kleineren, also einen ganz kleinen. Ich brauche nicht so viel Platz dafür. Mein Cleanstone bitte. So. So war das, ne? Und dann die Flasche da rein, ne? Nee, nicht ganz. Die beiden raus? Nein, wie waren das jetzt? Buckbeine. Inkmixer. Ach so. In die Ecken noch Holz. So, der muss raus und dann da noch Holz hin. So, ein Inkmixer. So. Das Descriptive Book. Das kann man nicht craften. Das kann man finden, oder wie sehe ich das?
können ein Notebook machen. Wie war das mit dem Descriptive Book? Unlinked-Book ist klar. Das kann man aber craften. Was soll denn das? Also muss ich nochmal genau nachschauen. Dann Bookstand ist klar. Ein Notebook brauchen wir auch. Bei Mistcraft, wer es nicht kennt, ist ein saugeiles Add-on, mit dem wir die ganze Welt zum Abschmieren bringen. Im schlimmsten Fall. Ja, lass mich in Ruhe. Ein Inkmixer. Bookbinder. Ein Bookstand wäre auch ganz gut, wenn wir mal einen hätten. So. 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 Da kann man ein Buch reinstellen, aber wir brauchen so ein Descriptive Book, damit ich euch das zeigen kann. Wir brauchen auf jeden Fall Papier. Das ist auch klar. Also wir haben ein bisschen Glas gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall auch Papier und dann sollte ich noch ein bisschen Holz holen. Und ich muss auch Oakwood hier reinsetzen. Das ist, da kommt sonst nichts rum. Was machst du denn da drin? Fass es ja nicht. So, Oakwood soll auch da lang gehen. Es soll einfach in beide Richtungen gehen. Weil sonst kriege ich nichts durch. Und momentan wächst wieder nichts. Jetzt kriege ich nämlich. Jetzt habe ich hier zu wenig Holz. Für die Wood Chips, weil wir können nämlich Folgendes machen. Nimmt man das raus und wenn ich die jetzt reinpacke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so, passiert nichts. Wie ging das nochmal? Moment. Holz, 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 Holz da, Holzspäne. Die kann ich doch aber herstellen. Oder macht er das nur in einem Redstone-Ofen? Das kann natürlich sein, dass er das nur in einem Redstone-Ofen macht. Guck das euch das an hier, die Kohle. So, hör mal auf zu pulverisieren jetzt. Alles mal rausnehmen hier. So, Schluss. Aus. Da hängen irgendwo auch die Zombies in der Wand, auf jeden Fall. Ist ja viel zu dunkel. Bisschen nervt tut das ja schon. Ich habe gesagt, Schluss, aus. Nee, sag mal, wie kann ich die jetzt noch. Hä? Wieso geht denn das nicht? Einen Moment. Ich check's nicht. Ja, bin so doof. Man pulverisiere. Man pulverisiere Holz und dann kommt das raus. Das Ganze ist im Pulverizer. So, jetzt haben wir aber. Pulverisierer und kriegen sie da nicht raus. Dann lassen wir das jetzt aber erst. Lassen wir die erstmal da drin und ich hole sie manuell raus, bis wir da was verlegt haben. Boah! Scheiß Zombies, da hängen noch immer noch welche drin. Es gibt. Wieso spawnen die da? Oder kommen die. Ne, die kommen von da drüben rein, hä? Und laufen hier durch oder was?
kommen von hier und laufen dann durch. Wir könnten eine Trapdoor hin. Weil die finden mich ja. Also Fakt ist, ich will auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall diese Woodchips machen, weil mit die Woodchips, die funktionieren genauso wie Papier. Nicht wie Papier, wie, na, wie heißen sie? Sugarcanes. Man nimmt drei in eine Reihe und bekommt dann, Papier. So. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie macht man das Descriptive Book? Da steht nämlich auch nichts. Ach so. Gut, also da gibt es ein Rezept, das, also ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Das wird mir hier im Game nicht angezeigt. Das ist mir hier im Game gerade nicht angezeigt. Da gibt es ein Rezept. Für das man, ein Buch und Federn braucht. Inwieweit das allerdings aktuell ist, weiß ich gerade nicht. Eine Feder müsste ich gucken, ob ich schon eine habe. Eine Feder, eine Feder. Wo haben wir? Wenn dann hier, also die Kiste wollte ich hier noch neben hinstellen. Eine Feder. Wenn dann hier. Nein, natürlich habe ich keine Feder. Ich habe ja auch nur ganz wenige Hühnchen gesehen. Ich habe keine Feder. Tja. Wären wir noch im ganz alten Minecraft, dann bräuchte ich dafür auch nur Zombies. Denn damals haben Zombies noch Federn gedroppt. Wisst ihr das noch? Als Zombies noch Federn droppten. Ja, so war das mal. Gut, da kommt mein Glas. In einen Woodchip und das Papier lege ich jetzt hier rein. Das brauchen wir dann nämlich. Im Backpack ist noch Aluminium drin. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Descriptive Book, damit wir das hier machen können. Ganz viel Leder auf jeden Fall. Man kann doch daraus Leder machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich gucke jetzt auch mal in den Pulverizer, ob der das ich auch mit dem Pulverizer macht. Ich nehme jetzt hier jeden einzelnen Block daraus. Bin ich bescheuert? Macht er daraus vielleicht auch Leder? Nein, macht er nicht. Machst du was mit? Ja, du machst mit Rotten Flesh. Ja, du machst das, ne? Und da kommt jetzt Leder raus. So,
Kiste. Genau, da kommt jetzt Leder. Das wird abgebaut. Kommt da noch nebendran. Dann kann ich nämlich wieder Pflasterstein nehmen. Zack, zack. Jetzt brauche ich hier im Gelb Glas, dass das Glas da reingeht. Im Rot kommt das Leder. Und da vorne ins erste Rot muss jetzt auch Leder kommen. Das heißt, ab sofort das Leder umsortiert und nicht hier reinschickt. Dann packen wir das Leder nämlich erstmal da rein. Da kommt noch eins an. So. Genau. Gut. Eigentlich müsste ich ja das Leder darüber schicken zu den anderen Sachen, weil ich das da drüben brauche. Also war das hier kompletter Quatsch. In die andere Kiste dort drüben müsste es eigentlich zu dem Papier und so. Müsste ja direkt hier irgendwo sein. Einen Moment. Mal weiter vorne sogar. Guck an. Dann setzen wir die Kiste einen weiter. Weil es ist blöd hier. Ich bin ein fucking Perfektionist. Das muss ich jetzt noch machen. Kann ich jetzt nicht. Ich muss eigentlich dann auch aufhören. Weil ich so beschlossen habe, ich nehme noch schnell einen Part auf. Und dann geht das Leder halt erstmal in eine andere Kiste, bis ich das korrigiert habe, indem ich einfach sage, Leder nicht da rein, sondern Leder in Blau. So. Dann machen wir hier bei Rot das Leder auch wieder raus. So. Dann kann man diese Kiste für irgendwas anderes verwenden. So, das heißt, genau, wir müssen also aus Rotten Flash kann man im Redstone-Ofen Leder machen. Wir müssen zusehen, dass wir diese Kiste geupgradet kriegen. Ein Kupfer-Upgrade können wir machen. Wir könnten auch ein Eisen-Upgrade machen. Aber eine Eisen-Chest hat halt weniger Platz als eine Silber-Chest. Muss uns auch klar sein. Alles sehr eng hier, muss man schon sagen. Naja, wird schon gehen. Also, was wir genau damit machen, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Das ist eine ganz coole Sache, was da möglich ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, euer Onion. Macht's gut. Tschüssi.